Diese 60 Minuten, und los geht's, sollen einen ersten Aufschluss geben. Deutschland traditionell von links nach rechts, und wir gehen die Anfangsformationen mal durch. Das ist von rechts außen gesehen Patrick Krötzky, hier am Ball Kai Häfner, und Raum Mitte Juri Knorr, Philipp Weber, der nicht mehr die Spielsteuerung in Händen hält, sondern eher Shooter und kongenialer Partner von ihm, von Juri Knorr, sein soll. Links außen noch Lukas Mertens, auch ein Magdeburger. Es geht über rechts außen und den schnappt sich dann direkt mal Heidi Grimson. Und vergessen habe ich noch den Kreisläufer. Das ist natürlich der Kapitän. Und das ist auch die erste gute Aktion von Andreas Kopp. Da sehen wir Omar Ingi Magnusson. Knappe 1,90 nur groß, aber eben ein Spieler, der den Handball verstanden hat. Und vor Mitte wahrscheinlich der beste isländische Handballer aller Zeiten. Hier kommt er wieder an den Ball. Aron Palmarsson, abgefälscht, und Führung für Island. Julian Köster kommt erstmal nur in der Abwehr, geht aber dann die zweite Welle mit. Wechselt jetzt gegen Philipp Weber, der nur im Angriff spielt. Das kennt man aus der Bundesliga, das kennt man aus der Nationalmannschaft. Weber kann vieles, nur nicht decken. Sehr hart, aber es wird interessant. Durch Weber und Häfner haben wir zwei Wechsel, und das bei dem Tempo, was die Isländer spielen können, wird interessant, wie wir das vom Rückzug her gestalten. Ja, nächster Wurf, das gehört zum Spiel von Juri Knorr dazu, aber Hein Grimson, der junge isländische Torhüter, hat lange Hebel, lange Arme. Ein Abwehrangriffwechsel bei den Isländern. Da geht der Mann aus Melsungen, Jonsson, raus, und es kommt der Kapitän. Ja, und da sieht man schon, was passiert, wenn wir nicht die zwei Wechsel machen können. Müssen wir umstellen auf eine offensivere Variante. 3-2-1 bzw. 5-1. Und das ist eben gegen die guten 1-1-Spieler wirklich gefährlich. Ja, und das war schon eine Kostprobe, und da werden wir ganz sicher noch viele von erleben. Das, was eben zuvor Gisli Kristjansson, hier der Mann mit der 10, da aufs Parkett gezaubert hat. Die ersten Schritte, die sind so schnell. Er macht es wieder, sofort wieder gegen Julian Köster. Den tanzt er ausförmlich. Der ist nicht zu kontrollieren. Es gibt viele, die sagen, das ist der beste 1-gegen-1-Spieler der Welt. Gehörst du dazu, Markus? Ich gehöre dazu, ja. Es ist schwer gegen ihn zu verteidigen. Also die Abwehr muss versuchen, sehr kompakt das zu lösen. Und eben lieber noch den ein oder anderen Pass danach mehr zulassen, als dieses erste 1-gegen-1 sofort zu verlieren. Also Blitzstart der Nordeuropäer. Lukas Mertens, das ist Kai Häfner, das ist Juri Knorr, versucht das Anspiel auf Goller, bleibt hängen. Auch eine sehr offensive Auslegung der 6-0-Abwehr. Ein Magnusson da hinten kämpft er gerade gegen Goller. Jetzt, oh, ist er mit den Händen im Gesicht von Juri Knorr. Und das gehört in den letzten Jahren schon zur progressiven Bestrafung eben dazu, dass eine Hand im Gesicht, in diesem Fall die flache, eine sofortige 2-Minuten-Strafe nach sich zieht. Von Rot kann man in diesem Fall absehen, auch wenn das für Juri Knorr wehtat. Ich habe jetzt da Magnussen gesehen, oder? Der müsste jetzt die 2 Minuten kriegen. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Da kommt die Hand. Na, war davor schon. Jonsson. Jonsson, okay. Lässt sich Knorr fast selber mit der Hand ins Gesicht. Also Magnusson bleibt drauf. Alles richtig gesehen von den beiden Schiedsrichterinnen, dem Geschwisterpaar Tanja Kuttler und Maike Merz. Die auch bei der WM, die nächste Woche Mittwoch beginnt in Polen und in Schweden,
dabei sein. Überzahlspiel. Ah, und verzögert er den Sprungwurf, Philipp Weber. Und über das linke Bein von Hallgrímsson. Der erste deutsche Treffer nach mittlerweile gut 4 Minuten. So, Weber, Häfner raus, Knorr auch. Und bedeutet, dass die Abwehr neu formiert wird mit Christoph Steinert halb rechts und Rüben, der kräftige Kreisläufer Jannik Kohlbach. Enormes Tempo, enormer Ballfluss bei Island und der Wackler von Magnusson. Das ist Wahnsinn! Und dann noch den Blick zu haben für rechtsaußen Gudjonsson. Glück für die deutsche Abwehr. Ja, aber trotzdem, also sensationell. Also diesen Pass, den kann eben keiner außer ihm. Aber es ist ein Pass mehr und dadurch werfen Leute oder vielleicht Spieler, die eben nicht diese hohe Qualität haben, und dadurch kann so einer auch mal nicht reingehen. Nennen wir es mal kompromisslos, was Kai Häfner da macht. Zweiter Treffer. Glücklicherweise nicht über den Kopf. Das sind Würfe, die dann auch in der Vergangenheit oder in der jüngsten Vergangenheit eben rausgenommen werden. Weil Kopftreffer sollen auch im Handballsport die absolute Ausnahme bleiben. Und die Werfer haben sich daran schon gewöhnt. Wieder dieses 1:1, was er sucht. Kristjánsson zieht dann zwei deutsche Abwehrspieler auf sich. Viel Platz für Magnusson. Und das Foul von Mertens dann am Ende steht auch mit im Kreis. 7 Meter für die Männer von der Vulkaninsel. Ja, den guckt er mal ganz lässig aus. Dreher dabei über das linke Bein von Andreas Wolf. Sieht für einen Torwart immer unglücklich aus, aber im Prinzip nicht haltbar. Ja, da werden wir noch verschiedenste Varianten sehen. Man hat auch gesehen, dass Andi auf die Täuschbewegung gewartet hat. Und die kam eben nicht, aber die werden wir nachher auch noch sehen. Der Mann da oben sehr vorgezogen auf Philipp Weber, auf seinen Mannschaftskameraden. Und der 7-Meter-Torschütze Omar Ingi Magnusson gerade zum zweiten Mal nacheinander zu Islands Sportler des Jahres gewählt worden. Ja, da möchte Weber den Treffer haben, aber vorher abgestanden. Das sagt Schiedsrichterin Maike Merz. Und deswegen kein Treffer, sondern 7 Meter. Und was Magnusson kann, kann Knorr auch. Der Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen. In Abwesenheit von Uwe Gensheimer dort auch zum Nummer 1 vom Punkt. Der verletzungsbedingten Abwesenheit des ehemaligen Kapitäns der deutschen Handballnationalmannschaft gab ja diese Rücktritte. Da gab es Diskussionen um Spieler, die nicht wollen. Fabian Wieder hat eine Weisheitszahn-OP in diesen Tagen. Am 30.12. auch noch geheiratet. Kam nicht gut an. Und wenn man zwischen den Zeilen liest bei Alfred Gislason, das habe ich getan, dann klingt das danach, dass Fabian Wiede Schwierigkeiten bekommen wird, wieder in diesen erlesenen Kreis hineinzukommen. In diesem Fall Schrittfehler gesehen von Kristjánsson. Ballbesitz für die Deutschen. Wo sind die Fans der deutschen Nationalmannschaft? Macht euch bemerkbar! Geht speziell bei Magnusson und Kristjánsson dann so schnell, dass du kaum mehr mit dem Zählen hinterherkommst. Das ist immer am Rande von 3 oder 4 Schritten. Bei 4 ist dann einer zu viel. Ist immer sehr nah dran. Und wenn die Entscheidung jetzt gepfiffen wird, dann müsste man das in dem Spiel noch öfter sehen. Also das ist einfach die Grundbewegung von Kristjánsson und auch von Magnusson. Und von dem her ist es immer schwierig, da das gleich zu handeln. Ja. Das mit Sicherheit, werden aber jetzt natürlich auch darauf achten. Das ist ja auch ein Zeichen, dass
Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in diesem Fall früh setzen. Er setzt sich durch und setzt den Ball dann an den Pfosten. Philipp Weber rechts. Viel Platz für, für einen, den er kennt, Andreas Wolf. Erste Mega-Parade. Und dann taktmäßig durch auf der anderen Seite Johannes Goller. 4-4. Der beiden neuen Zimmernachbarn, also Zimmerkollegen, sagt man, glaube ich, besser. Andreas Wolf und Johannes Goller. Weiß gar nicht, wo das Bein da war. Oberhalb der Latte. Auf jeden Fall ungefähr auf Höhe. Und damit stibitzt der Sigvaldi Gudjonsson den Ball. Und wenn ich sage, kennen sich, haben 2 Jahre in Kielce zusammengespielt. Gegen den Treffer von Palmason nicht zu machen. Für Andy Wolf. Ja. Und auch er hat die schnellen Beine. Juri Knorr. Ja, und da sieht man, all die Erfahrung wirkt immer etwas behäbig, aber er macht in den allermeisten Fällen das Richtige. Aaron Palmason, Topstar, trotz der Magnussons und Christianssons. Der Mann, der lange Jahre unter Alfred Gislason in Kiel gespielt hat, mittlerweile schon 3-mal die Champions League gewonnen hat und im nächsten Sommer völlig überraschend zurück nach Island wechselt zum Heimatclub, während sich Goller da wieder durchsetzt. Also, anders spielt es besser. In der Abwehr gibt es weiterhin die Probleme. Ja, auch an der Grenze zum Stürmerfall sicherlich die Aktion von Magnusson gegen Mertens. Gegen seinen Mannschaftskollegen. Das erstmal der Pass noch. Und Knorr auf Goller. Heute kommt es auf uns an, auf also, die Fans. Wenn wir da machen, dann der jüngste Deutsche, nicht er, sondern Juri Knorr hat bislang sehr viel Sinn und Verstand für die richtige Mischung aus Abschluss und Pass und fängt da hinten sogar den Ball ab. Gegenstoß über Patrick Johnny Grützki. Deutschland führt. Ja, aber sehr gut verteidigt von Juri Knorr. Also das ist im Innenblock dicht gemacht vom Innenblock. Also Goller zugeschoben bei Köster und dann eben Juri den Pass zum Kreisläufer zugemacht. Und der Parallelpass ist aus der Position relativ schwierig, beziehungsweise sind einfach 1-2 Pässe mehr nachher, um eine klare Chance zu kriegen. Und insofern war das, diese Tore braucht man. Das sind dann die sogenannten einfachen und der ist auch für einen Omar Ingi Magnusson einfach. Hier sehen wir nochmal, ja, da geht er aktiv in den Mann rein. Mertens völlig zurecht, der Typ der beiden deutschen Schiedsrichterinnen. 7-2. Gutes Spiel auf einem angemessenen Niveau. Wir wollen festhalten, beide haben sich am 2. Januar getroffen, beide Teams. Die Deutschen in Hannover, die Isländer in Reykjavik. Kommen allesamt quasi aus dem Bundesliga-Modus und in dem ist er immer noch, Philipp Weber von der Erfolgsmannschaft aus Sachsen-Anhalt, der SCM, aktueller deutscher Meister, liegt da in dieser sehr engen Spitzengruppe gut mit dem Wintermeister, den Füchsen Berlin, mit Kiel, mit den Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg, auch Flensburg noch dran. Das kann ein toller Titelkampf in diesem Jahr werden. Also Abwehr, Mittelblock ist sicherlich im Fokus von Alfred Gislason. Das Zusammenspiel Goller, Köster. Köster fast so in der Art, wie es Pekler interpretiert. Etwas offensiver mit den langen Armen und schnelle Beine. Und jetzt die Möglichkeit für Deutschland, zum ersten Mal auf 2 Tore wegzuziehen.
Schlusslasser und zeigt an, der Abwehrboss, der Isländer, da dran mit dem Fuß, nicht absichtlich, deswegen keine 2 Minuten Strafe. Wahnsinn! Auf den Bierdeckel gedreht von Juri Knorr. Macht dort weiter, wo er bei den Rhein-Neckar-Löwen aufgehört hat. Im letzten Spiel 13 Treffer in der Liga, 15 gab es schon mal zuvor. Einer der großen Profiteure des Trainerwechsels, Sebastian Hinze, leistet da klasse Arbeit. Und natürlich gehört dazu, ja, dass er auch sowas sicherlich sich bei Andi Schmid, dem großen Schweizer, abgeschaut hat. Letztes Jahr ein Lehrjahr bei dem Löwenspielmacher und jetzt zeigt er all das selbst. Natürlich auch gut eingelaufen von Patrick Kreuzig. Gutes Timing, aber auch das zu erkennen, Juri macht ein richtig gutes Spiel. Ja, also man sieht bei den Isländern schon ein wenig, dass die Angriffsqualität höher ist als die Abwehrqualität. Und sowas ist dann eventuell bei der WM, kann den Unterschied ausmachen. Ja, das musst du ausnutzen. Die Deutschen tun das. Die ersten Unkonzentriertheiten schleichen sich da ein bei Christiansson. Auch dieser Pass. Tolle Finte von Köster. Freie Bahn. Bemerkens, ja, verzögert er fast zu lang. Der Linksaußen aus Magdeburg. Ja, vielleicht für einige Magdeburger und diejenigen, die international spielen, schon ungewohnt, so eine lange Pause zu haben. Da müssen wir natürlich erstmal wieder reinkommen. Wie gesagt, ein paar Tage Training, 6 Trainingseinheiten waren es. Das Foul von Goller an Magnusson. Deutlich vor dem 6-Meter-Kreis. Ja, diese leichten Unkonzentriertheiten sind dann einfach mal da. Nächster, ja, fast schon Fehlpass von Christiansson. Sucht er den Melsunger Arnason, ja, gelbe Karte. Und die Auszeit von Gudmundur Gudmundsson. Hier sehen wir das Halten am Trikot. Machen beide. Und deswegen die salomonische Entscheidung, nur dem Abwehrspieler gelb zu zeigen. Oder hier auf die anderen als mit Kreisdorfer, einer mit Kreisdorfer. Riskieren das eher, aber okay, die Spieler, aber die haben nicht so gute Quote. Chance ist die Abwehr sehr gut, richtig gut. Druck nach vorne, jedes Mal. Das Problem ist jetzt momentan, wo ich mit 2 Leuten wechsle, dass sie, es ist schwer, diese Stoppel bei der zweiten Welle. Aber wir nehmen das ein bisschen in Kauf noch, okay? Also 2 Sachen, zunächst die Abwehr. Ja, Abwehr macht's gut und man akzeptiert auch die schlechtere Quote jetzt zum Beispiel vom Kreisläufer und versucht lieber bei Marcus und Christiansson Palmas und kompakter das zu lösen und das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man eben mit 2 Mann wechselt gegen die Isländer, dann kann das schon mal kritisch sein, aber das wird sich ändern, sobald man in der zweiten Halbzeit auf der anderen Seite spielt. Hat also jetzt damit zu tun, dass die Wege natürlich weit sind, dann zur Bank, darauf spielst du an, dass die beiden, die eigentlich raus sollen in der Abwehr, natürlich immer ganz genau entscheiden müssen, laufen wir jetzt zurück, versuchen wir den Gegenstoß der Isländer zu verhindern oder laufen wir direkt zum Wechsel, Spezialistenwechsel auf die Bank. Geht weiter. Nach gut der Hälfte der ersten Spielzeit. Und aus einem 0-3 ist dann auf recht unkomplizierte Art ein 10-8 geworden. Abwehr funktioniert, wieder Köster, gutes Nehmen und Übergeben. Schnelle Beine, auch das kein guter Winkel für Gudjonsson. Und der Spagat fahren, Andi Wolf. Gefällt mir gut, die Spielsteuerung von Juri Knorr, nichts überhastet, geht erstmal voll drauf und dann nimmt er das Risiko raus, tritt auf die Bremse und dann gibt es die beiden Wechsel, links Weber für Köster, rechts Häfner für Stand. Ah,
zweite Spielauffassung. Versuchen jetzt über Sperren dann auch Platz für Juri Knorr zu schaffen oder für Kai Häfner. Parade von Viktor Hallgrímsson. Lange Jahre die Problemposition der Isländer. Die Position neben dem erfahrenen Björgvin Gustafsson, 37 Jahre mittlerweile alt. Und jetzt haben sie da einen 22-Jährigen, der den Kasten oft vernagelt. Rücken sehr wach, die Deutschen. Gerade wieder das versuchte Stehlen von Grötzky. Auch das Einlaufen erkannt. Ja. Freier Wurf für Elisson und Andreas Wolf ist da. Was bei Island nicht funktioniert, klappt bei den Deutschen. Johannes Goller. 11-8. Johannes Goller. Ja, und das war schon die vierte Parade vom einzigen Legionär, den die deutsche Handballnationalmannschaft hat. Da waren die Finger von Juri Knorr wieder dran. Andreas Wolf, der ja seit fast 4 Jahren jetzt beim polnischen Spitzenklub Kielce spielt. Viel Platz für Magnusson, fast schon ein typischer Abschluss für ihn, schon fast von der Rückraum-Linksposition. Ja, zeitliches Schieben, 2 Minuten. Also dieses klare Stoßen von der Seite bei Spielern, die in der Luft sind, soll noch strenger geahndet werden, dass die Vorgaben, die Tendenzen für die bevorstehende Weltmeisterschaft von uns mit einigen Schiedsrichtern unterhalten. Und das wird im Prinzip in der Bundesliga schon genauso praktiziert. Die Fouls, Verletzungen weiter rausnehmen. Tolles Einlaufen von Grötzky und der Dreher vom längsten von Julia Köster. Markus, der deutsche Handballmotor, der läuft. So ein Tor von Christiansson, das nimmt man da mal. Ne? Ja, Unterzahl, dann das Tempospiel noch dazu. Aber das Wichtige ist eben diese auf den Punkt spielen im Angriff, was wir bisher machen. Und das ist sehr, sehr gut, auch jetzt in Unterzahl oder mit dem 6. Feldspieler wieder. Sehen wir immer eine Situation, die immer von Juri Knorr ausgeht. Jetzt kommt wieder ein hohes Einlaufen der Außen. Dadurch versucht man, die Abwehr ein bisschen auseinander zu kriegen. Und jetzt Kohlbacher mit Knorr wird jetzt gleich anfangen, die Situation. Und dann hast du ganz gut vorhergesehen, ne? So sieht's deswegen aus. Deswegen bist du auch wieder Trainer in der Bundesliga bei Frisch auf Köpping. Muss ich jetzt nichts zu sagen. Und dann Janik Kohlbacher. Du hast ja recht. Du sollst doch jetzt nichts dazu sagen. Und dann dieser Dreher vom Mann mit dem tiefsten Schwerpunkt in der deutschen Mannschaft von Janik Kohlbacher. Und deswegen der nächste 7 Meter. Knorr nochmal gegen Hallgrímsson. Augen zu und durch, könnte man sagen, aber auch das gehört zur Effektivität und zu diesem Willen, den man wirklich spürt. Man hört immer wieder, jetzt ein anderer Rechtsaußen, der es gegen Wolf versucht. Das ist dann Rickardsson, der Mann, der ja mal ganz kurz in Gummersbach gespielt hat. Odin Thor Rickardsson spielt in der Schweiz für die Kadetten Schaffhausen. Ja, und von rechtsaußen klappt und gelingt nicht viel. Andreas Wolf im Gespräch mit Matthias Andersson, dem Schweden-Legende in Kiel, in Flensburg, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft.
Ja, jetzt haben wir nur noch einen Wechsel. Also jetzt spielt Julian Köstner im Angriff. Insofern wird nur noch ein Wechsel sein. Also nur noch Häfner, der wahrscheinlich dann rausgeht. Aber erstmal ein Tor macht. Für ihn kommt dann Simon Ernst. Janik Kohlbacher rutscht auf die halbe Position. Ja, du hast es angesprochen vorhin. Wenn du deine Stärken vorne im Angriff hast, dann musst du auch irgendwo ja mal Schwächen haben. Island, das ist nicht unbedingt Dänemark, das ist nicht Spanien, das ist nicht Frankreich in der Vergangenheit. Auch wenn Alfred Gislason gesagt hat, das sind für mich seine Landsleute Medaillenaspekte. 2 Minuten. Ja, 2 Minuten für Simon Ernst, für dieses Ziehen. Da auch das Trikot gesehen, hinten drin, ja. Der erwähnte Jörgvin Pall Gustafsson, 37 Jahre alt. Und der 15 Jahre jüngere Hall Grimsson hat nicht wirklich was leisten können, machen können gegen bislang 14 deutsche Tore. Also nächste Zeitstrafe, diesmal trifft es den Leipziger Simon Ernst und die 8.700 Zuschauer, die stehen und geben jetzt quasi den sechsten Feldspieler. Also die Kreisläufer-Kooperation, so heißt das ja heutzutage, zwischen den Rückraumspielern und zwischen ihm, zwischen Arnason, das funktioniert bislang noch überhaupt nicht. Ja, aber das ist das, was Alfred vorhin in der Auszeit gesagt hat. Also wir akzeptieren lieber mal den Kreisläufer. Und es waren jetzt 2 Pässe, die verloren gegangen sind. Es waren Fehlwürfe dabei. Also es ist besser, wenn die aufs Tor werfen, als der Rückraum. Die beiden kennen sich natürlich jetzt schon in- und auswendig, Juri Knorr und Janik Kohlbacher. Das sieht fast schon so gut aus wie zwischen Andi Schmid und Janik Kohlbacher bei den Rhein-Neckar-Löwen. Typisches Spiel von Juri Knorr, fast wie im Basketball, dass er erstmal stehen bleibt, tippt, schaut, was passiert um mich herum und dann das Tempo anzieht. Ja, das ist dieses Kooperationsspiel, Rückraum, Mitte, Kreisläufer, um sich einfach auch, um die Spieler sich auch hinzustellen. Und dann ist eben durch das, dass die ganze Saison schon zusammenspielen, ist es dann die Chance ziemlich groß. So, erstes dann, Tor von rechts außen ja, jetzt. Ich glaube, mittlerweile 5. oder 6. Versuch. In dem Fall durch Odintor Rickardsson. Gleich komplettieren. In dem Fall muss nur Andreas Wolf zurück ins Tor. Vorn die 6. Und der Mann mit den längsten Hebeln, Julian Köster, im Duell, Bundesliga-Duell gegen den Abwehrmann der Rhein-Neckar-Löwen, bekommt da ja auch die rechte Hand ans Kinn. Folgerichtig 2 Minuten für Gislason, der bei den Mannheimern nur Alfred heißt, wegen der Namensverwandtschaft zum deutschen Bundestag. Keine 7-Meter-Aktion, nur eine persönliche Bestrafung natürlich in diesem Fall. Weil jetzt mal Überraschung an sich mit 2 Kreisläufer, aber da geht es mehr darum, Philipp Weber in die Entscheidung zu bringen. Kreisläufer oben, Goller in der Mitte. Kohlbacher stand da schon völlig frei. Ja, und das war die falsche Entscheidung dann von Philipp Weber. Jakima Elisson, ehemaliger Linksaußen der Füchse und der Ostwestfalen aus Lemgo, der wieder verkürzen kann. Viel freier konnte Kohlbacher da nicht stehen. Und dann der Schrittfehler von Philippi. Nächster Versuch.
in Überzahl, jetzt über Golla. Bekommen den Freiwurf wegen Haltens. Den kriegst du auch nicht immer. Den kriegst du nicht immer. In diesem Fall schon. Also dritter Anlauf. Noch 50 Sekunden in personeller Überlegenheit. Ja, zaudert da ein wenig. Ja, und Albrecht Gislason tritt auf die Bremse und wird jetzt den punktgenauen Spielzug ansagen. Okay, wir haben noch Überzahl, ist nicht Arm oben, wir haben, also ganz egal, wie die Offensive geht. Hey, locker bleiben, wir spielen unsere ganz normale Derby direkt, ja, und dann geht's weiter. Also eher so eine mentale Auszeit, sage ich mal, um wieder Ruhe reinzubringen. Und den Spielzug hat dann der Weber angesagt. Genau. Also er wollte die Mannschaft einfach jetzt nochmal in Sicherheit bringen für diese Überzahlsituation. Wir haben, es ist keine Hektik angesagt. Und es bleibt beim Alten. Philipp Weber soll wieder die Entscheidung treffen. Und hoffentlich jetzt besser als bei den letzten Mal. Also der Magdeburger über Häfner. Ah, und der versuchte Kämpfer, Glück dabei. Und das ist der Kapitän. Und das ist der 15. deutsche Trainer. Kommt da wirklich über Umwege, über Arnason zu Golla. Keine Chance für das. Ja, 15 Gegentreffer in dieser ersten Hälfte aus isländischer Sicht. Das ist schon happig. Da waren die Isländer gar nicht zufrieden jetzt gerade mit der Entscheidung. Immer noch der Stammrückraum mit Kristjansson, mit Palmason, rechts Magnusson. Aber immer noch die schnellen Beine, jetzt neuer Verbund dort in der Mitte mit Simon Ernst und mit Johannes Golla. Julian Köster auf der Halbposition. Also Gislason probiert da einiges durch. Ich finde, sie machen es besser gerade, weil sie ein bisschen defensiver stehen. Boah. Mit der Rückhand von Arnason. Toller Wurf des Mannes, der in Hessen spielt bei der MT Melsungen. Zwei Minuten noch in dieser ersten Hälfte. Ja, jetzt deutlich aggressiveres Verteidigen der Isländer. Zweiten Versuch, Jannik Kohlbacher. Erste muss schon drin sein von Mertens. Hat er seine Klasse nochmal gezeigt, der 37-jährige Gustafsson, lange Jahre in Magdeburg beim Bergischen AC. Und der Einzige, der in der Heimat spielt. Bald bekommt er einen Kollegen zurück mit Aaron Palmas. Den lässt er liegen. Ah, auch das ist sein Spiel von Omar Ingi Magnusson. Immer im Grenzbereich. Und den Pfiff, den akzeptiert er dann auch. Und den nehmen die Deutschen sehr gerne. Ist nämlich der Pfiff zum Tor. Zum nächsten. Durch Kai Häfner. Ja, da blutet er, glaube ich, sogar an der Nase. Müsste den Ellbogen von Kai Häfner ins Gesicht bekommen haben. Unglückliche Aktion. Kein Grund für
für irgendeine Art von Zeitstrafe oder sowas. Das ist dann im Zweikampf dann tatsächlich passiert. Ja, und Gudmundur Gudmundsson, die Geste kennen wir. Stratege, gelernter Systemanalytiker und irgendwie ist er das auch im Handballsport geblieben. Macht sich Gedanken, wie er die Abwehr dicht bekommt. Kann zufrieden sein, Alfred Gislason, mit dieser ersten Hälfte. 47, 46 Sekunden noch auf der Uhr. Und 17 deutsche Treffer. Das ist aller Ehren wert. Wir haben auch berichtet, ja, der Ball im Angriff, der läuft schon gut. Unser Hauptfokus für die nächste Trainingswoche wird dann nochmal das Abwehrspiel sein. Am Donnerstag geht's nach Katowice und für Palmason geht es schon vorzeitig in die Pause. Hoffe, das Nasenbluten hat er dann gleich zur zweiten Hälfte wieder im Griff. Jetzt statt Palmason der nächste Mann aus Melsungen, in den Kreisläufer, hier links, das ist Jonsson. Ja, die beiden haben sie wirklich gut im Griff, Markus. Also Magnusson und Christiansson, auch wenn das der Treffer ist, dann wieder durch Rickardsson. Machen sie gut, genau. Risikopass, 4-5 Sekunden, der Wurf muss her und der Wurf ist da von Kai Häfner. Und nachahmlich der Spezialist der Stemmwürfe, auch den. Was anderes sehen. Interessant jetzt, weil auf deutscher Seite haben wir jetzt die Achse Häfner-Steinert. Steinert in der Abwehr auf halb und so wie das aussieht, im Angriff dann auf außen. Ja, genau. Das ist genau die Situation, hat auch Häfner im Vorfeld mal angesprochen. Also, kleiner Fingerzeig in Richtung endgültiger EM-Kader. Wieder gute Zusammenarbeit da zwischen Köster und Golla, um Christiansson einzugrenzen. Also aus den 18. Das ist hart an der Grenze. Stürmerfoul oder 7 Meter in diesem Fall. Kuttler Merz. Pro Deutschland und der Ball gehört Denis Länger. Also 18 sind hier. Am Ende werden nur deren 16 nach Katowice fliegen am Donnerstag. Wird sicherlich eine schwierige Entscheidung. Und wir wollen natürlich jetzt überhaupt noch nicht prognostizieren und irgendwas herbeireden wollen, wer dann letztlich in Polen zum Startkader gehören wird. Also, Palmason wieder mit Christiansson und er geht wirklich jetzt in jede 1-gegen-1-Situation. Nach wie vor mit den Pfiffen nicht zufrieden, entschuldige Markus. Ja, das ist eben das Schwierige, was ich in der ersten Halbzeit angesprochen habe. Die 1-1-Situationen von Christiansson sind immer gleich. Also wenn du anfängst da mal Schritte zu pfeifen, dann kommst du jetzt wie in der Situation in die Problematik. Ist das jetzt auch Schritte? Ne? Das waren jetzt für mich jetzt keine. Und dann gibt es eine gewisse Unzufriedenheit bei den Spielern, weil die sich einfach nicht darauf einstellen können, was jetzt genau zählt. Gleiche Bewegung wieder. Ja, gleiche Bewegung. Dann zweimal Pfosten, ein bisschen Rücken von Andreas Wolf. 15. Tor Island, ja. Und wenn du das auf der einen Seite so pfeifst, dann musst du es auf der anderen natürlich auch tun, das machen. Klasse Schiedsrichter. Und das ist ansatzlos. Das sieht, ich habe es vorhin schon mal gesagt, anfangs behäbig aus und dann explodiert der Palmason-Vulkan und zimmert den da oben rechts rein. Vor allen Dingen der Wortarm explodiert bei ihm. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Hebel und Beschleunigung. Aus plus 4 sind es ganz schnell dann eben nur noch plus 2. Und das ist Fußfehler
meiner Ansicht nach von Gislason beim Pass von Knorr. Und den durch die Hosenträger zeigen die beiden Schiedsrichterinnen an. Nee, das wäre der Boden gewesen. Glaube ich in dem Fall nicht. Schauen wir hin. Der Pass von Knorr. Ja, dann ist es der rechte Fuß von Gislason. Hätte Freiwurf für die deutsche Mannschaft geben müssen. Der Trainer neben mir ist auch mit diesem Pfiff nicht zufrieden, weil die Abwehraktion so, wenn ich so lange warte, aber guck, die gleiche Bewegung wie vorhin bei Christiansson. Das kann man sagen, das war jetzt vielleicht auch der vierte Schritt. Aber natürlich, wenn sie so lange warten, ist es 7 Meter. Ja, so lange warten also mit dem Pfiff. Genau. Ja. Knorr gegen Gustafsson. Und da ist es der Arm, die Schulter des isländischen Routiniers. Erstmal von Punkt gescheitert, Juri Knorr. An die Hand ist es sogar. Die da nach oben schnellt. Also guter Start, wie schon in der ersten Hälfte der Isländer. Auch da, die ersten 3 Tore gehörten ihnen. Jetzt vielleicht sogar das vierte nacheinander. Nee, den schnappt er sich natürlich abgefälscht. Guter Block. Der Deutsche. Das deutsche Team im Angriff kommt alle gemeinsam. Klasse Aktion von Philippe. Gegen die Hand der Magdeburger 19-17. Ja, und Magnusson bleibt. Es bleibt dabei, ist nichts in der Form, die man von ihm aus der Bundesliga kennt. Bin gespannt, wann Gudmundsson vielleicht den Leipziger Christiansson bringt. Hat noch einen weiteren Linkshänder dabei für den Rückraum. Das ist dann Christian Örn Christiansson. Also zweimal Christiansson. Gibt also noch Alternativen. Auch die Banktiefe ist größer geworden. Klasse Anspiel auf den Kapitän. 5. Tor von Johannes Goller. Ja, und er ist überhaupt nicht da. Markus, muss er ihn jetzt nicht mal rausnehmen, weil das ist ja sicherlich nicht das, was er spielen kann. Oder gibt er ihm einfach die Gelegenheit, sich zu verbessern? Ich glaube, jetzt wechselt sich Markus dann fast schon selbst aus. Er ist schon gerufen worden. Ja, schon gerufen worden. Also habe ich schon gehört, dass Magnussen sehr ungern das Feld verlässt. Aber nach dem bisherigen Spiel von ihm absolut folgerichtig. Ja. Also bleibt dabei, beiden Magdeburger auch der Spielmacher Christiansson nicht auf der Höhe des Geschehens. 6. Treffer Johannes Goller, das geht dann vergleichsweise einfach über den erweiterten Gegenstoß. Guckt er erst überhaupt nicht hin, dann erst nur aus dem Augenwinkel und dann ist es wieder Goller. Also auch dieses Kombinationsspiel von Knorr und Goller funktioniert. Hier der neue Linkshänder mit Viggo Christiansson spielt wieder in Leipzig. Nächster Top-Block von Julian Köster. Die langen Arme, ja, haben natürlich nicht die Spieler, die über
diese Höhe verfügen, um über den Block zu kommen. Also in den seltensten Fällen müssen das anders lösen, müssen Räume schaffen. Aber die Zentrierung in der deutschen Mannschaft enorm hier. Richtiges Timing bei Köster, keine Chance für Palmerson, darüber zu kommen. Das Spielglück ist auf Seiten der deutschen Mannschaft. Viele Abpraller. Ja, und da zeigte Arne Jonsson, das waren doch Schritte. Absolut im Grenzbereich. Können wir mal versuchen mitzuzählen. Nee, das sind dann nach diesem Dreher. Eins, zwei. Doch. Das sind sogar eher fünf als drei. Danke für die Zeitlupe an den Regisseur. Und deswegen der Ärger natürlich völlig verständlich. Da sind so ein paar Tippelschritte dabei. Kommt mit einem enormen Selbstvertrauen Juri Knorr und ja, nimmt sich auch. Ja. Super Bewegung. Super Bewegung. Das ist auch so schnell, da kommst du mit dem Zählen kaum nach. Und Selbstvertrauen deswegen auch nach dem Vergebenen. Jetzt wieder einer, der drin ist. Auch der fünfte Treffer für den jungen Spielmacher der Rhein-Neckar Löwen. Die Impfthematik wird dann hoffentlich auch mit Beginn des Turniers in den Hintergrund treten. Hat ja die EM vor einem Jahr verpasst, damals ungeimpft. War einfach skeptisch, ob er sich das zumuten möchte. Es gibt immer noch keine klare Aussage, ob er sich tatsächlich hat impfen lassen, aber alle Indizien deuten darauf hin und dabei belasse ich es auch mal, weil das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Und da haben viele Menschen unterschiedliche Meinungen, die alle zu unlässig sind. So, Magnusson hat nur eine ganz kurze Pause bekommen. Ja, sie sind in Unterzahl. Da will er mit den drei Rückraumspielern spielen, ja, die jetzt auf der Platte sind. Ah, da bringt der Elisson aber auch wieder in Not. Der Winkel schlecht. Das sind schon fast Notwürfe der Isländer. Und hier Rune Danke. Erster Wurf, erster Treffer für den einzigen Mann, der vom Rekordmeister kommt, aus Kiel. Nächste Auszeit von Gudmundur Gudmundsson und die nächste Parade vom großen Wolf. Wir sind Sebastian und Andi. Die offizielle Zuschauerzahl präsentieren von Ivette. 8.772 Zuschauer. Herzlich willkommen hier in Bremen. Ungewöhnlich, dass ein Trainer den Torwart mit in die Auszeit ruft. Nee, wenn er raus soll, ist es nicht so ungewöhnlich. Wenn er raus soll. Richtig gut. Lass uns weiter das Tempo nutzen. Also er hat gezeigt, was... Blitzkästchen für Juli, ja? 1, 2, 3. Also jetzt haben wir so viel geredet, da haben wir das nicht verstanden. Entschuldigung bitte, aber... Ja, es war jetzt nur der Tausch genau. Witzke für Knorr und die ersten 20 Sekunden gingen um den Torwartwechsel. Ja. Also, Wolf hat genug gezeigt. Jetzt bekommt Joel Birlim die Möglichkeit, seine Topform, die er bei den Löwen im Kasten zeigt, auch hier weiter zu zelebrieren. Und eben Luka Witzke. Also zwei Männer in Topform haben wir erlebt mit Wolf und mit Knorr. Und jetzt sozusagen die Backups. Ja, und so kann man mal beginnen. Birlim gegen Jonsson. Rhein-Neckar Löwen gegen Melsungen. Und vorne jetzt die Spielsteuerung in Händen von Luka Witzke, der den Pass irgendwie noch rüberbringt zu
Lukas Zerbel, der die Rechtsaußenposition nun besetzt. Nicht mehr Grützki, nicht mehr wie zeitweise Steinert, sondern jetzt Lukas Zerbel. So, jetzt neue Aufstellung bei den Isländern. Jetzt Jönsson auf Rückraum links und Smarason in der Mitte. Für mich auch ein Spieler, der wahrscheinlich in jeder anderen Mannschaft spielen würde. 2 Jahre in Göppingen, spielt jetzt beim norwegischen Club Kolstad. Ja, geht da auch die Beine zusammen, Joey Birlim. Da haben wir ihn, Janus Dadis Marason. Dann viel vor und viel Geld im Club, wo auch Sander Sagosen, der große norwegische Star, hinwechseln wird vom THW Kiel. Gislason nutzt die Möglichkeit, seinen Mittelblock mit Köster und mit Goller weiter in WM-Form zu bringen. Nächste Parade Berlin. 3 Würfe, 3-mal gehalten. Alles richtig gemacht. So, jetzt klatschen wir unser Team zum nächsten Treffer. Sagt der Trainer Bauer über den Nationaltrainer Gislason. Dahin die Kooperation mit dem stehenden Andreas Wolf, mit Matthias Andersson. Und möglicherweise ist das eine Kombination, die auch psychologisch für Andreas Wolf besser ist, als einen erfahrenen Mann an seiner Seite zu haben. Mit Johannes Bitter war das ja der Fall, mit Silvio Heinevetter, weil er so seine Position als Nummer 1 besser ausleben kann, als klare Nummer 1, als in diesem Konkurrenzkampf mit 2 anderen großen und erfahrenen Torhütern, wie in der Vergangenheit. Ja, wobei das ist zumindest Jahr die Hoffnung. Letztes Jahr war ja auch klargestellt, oder wie das Jahr davor, wer die 1 und die 2 ist. Ja. Aber Andreas Wolf ist da zumindest nicht mehr an die Leistung rangekommen, die er bei der Europameisterschaft hat. Er hat in dieser Saison wirklich in der Champions League auch schon sehr konstant und sehr gut gehalten. Also, und Polen ist anscheinend ein guter Ort für ihn. Also werden wir eine gute Leistung sehen. Das ist doch mal eine Prognose, die ich kaufen werde. Marathon, auch schnelle Beine, gut angenommen von Christoph Steinert. Ja, gut angenommen, leider ein bisschen zu hoch mit den Armen am Hals. Deswegen die 2 Minuten Strafe für den Erlanger. Zur weiteren Zeitstrafe für Deutschland mit Nummer 44 Christoph Steinert. Marathon. Und das im Würgegriff. Für uns raus aus den Sitzen. 2 Minuten lang. Den guckt er dann mal aus. Oma Ingi Magnusson, Birlim auf dem Weg in die andere Ecke. Und diesmal gerade und lang. Deutschland rechts außen, Lukas Zerbel, Kai Häfner kommt zurück, Luka Witzke, Philipp Weber. Links außen Rune Dahmke am Kreis, Janik Kohlbacher, 6. Feldspieler ist drin. Der Torwart ist raus. Ah, auch da geht die Hand ins Gesicht, aber eher weil die Aktion von Weber so schnell war. Muss wahrscheinlich auch. Nee, muss nicht behandelt werden. Nein. Ja, Hand eher am Trikot. Minimal touchiert von Gislason. Weiter geht's, kommt alle! Gute Passgeschwindigkeit bei den Deutschen, ich finde, das gesamte Spiel über. Und den schnappt er sich, Björgvin Pál Gustafsson, das Tor noch leer. Treffer durch den 37-jährigen Schlussmann. Ja, und nach 15 Minuten in dieser zweiten Hälfte erst 5 isländische Treffer. Einer von ihnen.
Jetzt auch Paul Drucks im Angriff. Hier haben wir den Berliner Kapitän. Apropos Kapitän. Markus, 5 Kapitäne von renommierten Bundesligisten sind im Kader. Wie gefällt dir das? Sind Männer, die Verantwortung übernehmen. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ist mir bei der Recherche aufgefallen. 3 haben wir, glaube ich, auf dem Feld. Drüben Lukas Zerbe, Kai Häfner und Paul Drucks. Deswegen komme ich gerade drauf. Sind 3 Kapitäne aus... Ja, mit Sicherheit. Das spricht für Verantwortung, die die Spieler auch während der Saison tragen. Und nur lauter Häuptlinge bringen auch nichts. Aber es ist... nein, es ist ja auch... klar, die kommen ja auch, sind jahrelang da in ihren Clubs drin, Lukas Zerbe und Paul Drucks. Insofern, der ist weg. Der ist sehr optimistisch gespielt. Das Spiel wird auf beiden Seiten fahriger. Klar, die Wechsel tun da ihr Übriges. Oh, das war ein Ringkampf, das ist, muss einen Pfiff geben. Dieser Zweikampf zwischen dem Gummersbacher, Biedersson und Yannick Kohlbacher. Also, boah, schauen wir nochmal hin. Ja, Grenzbereich auch, ne? Team Timeout Deutschland. Und jetzt aufgrund der jüngsten Zerfahrenheit Auszeit von Alfred Gieslasser. Wir verlieren jetzt den Ball, weil wir nicht durch das Tor gehen, sondern nur den Kreis zu versuchen. Ob das ein Foul ist oder nicht, das ist der Fall des anderen. Hä? Aber wir haben jetzt den 3 geschenkt. Okay, Stein ist wieder drin für Kai. Alles klar? Okay, Foul bleibt drin. Und du wirst dann gerade. Was? Er wäscht dann gerade. Foul ist auf 5 und wir werden gut doppelt wäschen. Also appelliert erstmal an die Konzentration. Ja, und vor allen Dingen auch der Zug zum Tor. Also erstmal auf die eigene Chance gehen, bevor man schon im Vorfeld den Kreisläufer sucht. Und dann eben jetzt noch der Hinweis mit dem Doppelwechsel, dass sie das nochmal versuchen. Also das wird jetzt interessant, weil die Isländer werden die letzten 12 oder 14 Minuten jetzt... Rennen. Genau. Zwischendurch waren es mal 6 Tore, 23-17. Jetzt diese 3 geschenkten Treffer, von denen Alfred Gieslasson spricht. Also, da haben wir Christoph Steinert mit Paul Drucks, mit Luka Witzke. Durch die Beine von Gustafsson, lange verzögert. Von einem der Lieblingsspieler Alfred Gieslassons, Christoph Steinert. Er hat gute Chancen, dann tatsächlich auch direkt im Kader, im 16er-Kader zu sein. Ja, ich glaube, der ist gesetzt. Ja, kann nämlich auch rechts außen spielen. Guter Abwehrspieler. Vieles mit Christoph Steinert, Spätentwickler, wird während des Turniers 33 Jahre alt. Freitag geht es dann los gegen Katar und dann quasi Spiele im Zweitagesrhythmus. Sonntag Serbien, vermeintlich der stärkste Gruppengegner, aber wer weiß das schon. Irres Anspiel auf Widerson hinter dem Rücken. Aber nichts, was man nicht ständig von den Magdeburgern in der Bundesliga sehen kann. Lukas Zerbe bedrängt an der Hüfte und den zwirbelt er dann doch noch um Gustafsson rum. Kommt da fast aus dem Tritt. Ja, ist natürlich auch abgestanden. Aber da gehen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen selten rein. Nur bei ganz offensichtlichen Bodenberührungen, bevor der Ball die Hand verlassen hat. Häufiger bei Kemper-Tricks. Köster gegen Palmason.
Also gute Auslosung, ganz sicher. Keine leichte Gruppe, warum auch? Aber eine machbare und auch die Gegner in einer möglichen Hauptrunde mit Norwegen, ganz klar, mit den Niederlanden, mit Nordmazedonien und Argentinien klingen machbar. Oh, das waren Schritte. Für das große Ziel, ja, Schritte. Und dann Glück für Görlem. Unterkante Latte. Gutes Auge, Drucks auf Serbe. Und da wartet Gustafsson mit all seiner Erfahrung lange mit der Parade. Zeigt Serbe gar nicht, wohin er gehen möchte. Deutlich besseres Spiel vom zweiten Keeper der Isländer als von Hallgrímsson und das Smarason. Als lassen sie zu viel liegen. Erst Serbe, dann Damke. Tempo wird immer höher. Ja, und der geht durch die Beine von Börlehm und eine 2-Minuten-Zeitstrafe on top für Rune Damke. Zu hart für den Trainer Bauer. Aber im Sprung, ja, muss er wegbleiben. Unsere Mannschaft braucht uns. Und zwar jeden. Reingenommen kurz vorm Sprung, aber. Ja. Der Arm der Schiedsrichterinnen. Passives Spiel bahnt sich an. Ja, und da ist er. Jetzt noch 4 Pässe. Gab ja diese Reform im Juli von 6 bei angezeigtem passiven Spiel nur noch auf 4. Oder eben nur 2. Luka Witzke. Und Elisson, bevor Birlim wieder im Tor war. Wird ja erwartet, dass durch diese kleinen Basteleien am Regelwerk noch mehr Tore fallen, nicht mehr in die Mitte. Da muss der Fuß nicht mehr genau auf den Mittelkreis oder auf die Linie, sondern nur noch in den Mittelkreis, so rum. Dann eben 4 statt 6 Pässen. Heute hat sich das nicht sonderlich ausgewirkt, aber wir haben schon ein Spiel erlebt, da gab es 90 Tore. Ja, es hat sich schon ausgewirkt, weil natürlich der Anwurf wesentlich schneller ausgeführt wird. Man muss nicht die Linie treffen. Nein, klar, aber ich meine jetzt auch auf die Anzahl an Toren. Das ist nicht so extrem ausgemacht. Heute. Insgesamt natürlich. Es wird immer schneller, es wird noch mehr ein Sprintsport, auch für die Torhüter. Ganz sicher ist die nächste Disziplin. Früher konnten sie da in ihrem Kasten stehen. Heute müssen sie ständig rein und raus. Auch jetzt wieder Birlim. Und er zeigt, dass Alter im Handballsport im Tor kein Kriterium ist. Björgvin Pál Gustafsson und die Isländer sind wieder dran. Hey Jungs, hey, wir haben das überstanden, weil wir sehr viele klare Chancen für Sie, okay? Alles gut. Nur noch Volley Kontrolle. Ihr merkt es. Unsere Mannschaft ist Rune. Am besten bis zum Ende der Partie. Angriff auf Wettbewerb. Rune ist auf der Mitte. Kai ist auf Halb. Du bist auf Außen. Und Kolle ist drin. Okay? Alles gut. Hey. Jetzt wieder in Gang kommen. Alles gut. Ja, der will das Spiel natürlich gewinnen. Absolut. Geht um Selbstvertrauen. Und jetzt wechselt er nochmal kräftig zurück. Wir sehen Kai Häfner jetzt wieder, wir sehen Philipp Weber wieder, wir sehen Gola am Kreis wieder. Also wir sehen Knorr wieder. Also er kehrt quasi zur Stammformation zurück. Mit Ausnahme der beiden Außenspieler ist das die erste 6. Und Birlim bleibt natürlich auch drin. Also Damke, Weber, Knorr, Häfner,
Steinert, Goller am Kreis, 7,5 Minuten. Die Führung war mal deutlich und jetzt nur noch dieser eine Treffer. Tolles Entscheidungsverhalten von Knorr. Im letzten Moment sieht er Christoph Steinert den Alleskönner mit der linken Hand. 27-25. Bei den Isländern Palmason mit dem sehr starken Smarason, der jetzt hier an den Ball kommt. Und mit Magnusson auf halb rechts. 2 Jahre in Göppingen gespielt. Vor dieser Saison nach Norwegen zu Kolstad gewechselt. Also immer am Rande der Schrittfehler, deswegen dieser Ausbruch. Das war jetzt kein Schrittfehler für mich. Also das war korrekt. Es ist auch diese Bewegung für den Werfer oder für den Rechtshänder zu dieser Seite ist einfacher zu machen wie auf die andere Seite, weil anderen, du da automatisch einen Schritt mehr machst. Und oder wenn, da muss alles stimmen, um das korrekt zu machen. Und wenn da irgendwie Körperkontakt ist, dann machst du automatisch einen mehr und dann bist du immer an den 4 Schritten mindestens dran. Aber das war jetzt korrekt. Und das war Stürmerfoul von Knorr an Rickardsson. Chance zum Ausgleich. Ja, so schnell geht Handball. Ja. 6-7 vorne und auf einmal unentschieden, oder? Ich glaube 23-16 hieß es. Ja, und da ist er, Smarason mit dem Ausgleich. So, jetzt sind wir alle im Ball. Aber zu einem Härtetest gehört das auch zu, dazu. Und auch deswegen hat Alfred Gislason seine Landsleute ausgesucht und jetzt seit ewigen Zeiten mal wieder die Führung, weil sich die Fehler vorne häufen, die nun sofort bestraft werden. Jetzt den Start machen. 5 Minuten noch, kommt alle gemeinsam. Vom Titel gewinnen. 2016 gab es diese Duelle auch. Zweimal ein Sieg, eine Niederlage für die deutsche Mannschaft. Und jetzt wieder im Duell, im Doppelduell mit den Nordeuropäern. Torwartwechsel, Andreas Wolf kehrt auch zurück für die letzten knapp 5 Minuten. Weiter, immer weiter, kommt! Wöllem hat gut angefangen, dann etwas nachgelassen und im Sprung angenommen und geworfen. Alles in einer Bewegung von Kai Hecht. Da packt Johannes Goller dann mal ordentlich zu bei Magnusson. Sein 5. Und jetzt werden die Stresssituationen, die ganz sicher auf die deutsche Mannschaft zukommen, schon mal simuliert im ersten Test gegen Russland. Super Block von Johannes Goller, schnelle Beine von Juri Knorr und es hört aus. Deutschland führt wieder. Die Basis muss die Abwehr sein beim Turnier in Polen und in Schweden. Ja, man muss wirklich sagen, was Julian Köster da in der Abwehr macht in den jungen Jahren, ist schon sensationell. Sowohl das Blockverhalten, aber auch sein Spielen im Kreis und 1 gegen 1. Er ist ja auch nicht der, sag mal, kräftigste. Aber er macht es sehr, sehr clever. Er kämpft gar nicht groß rum mit dem Kreisläufer. Das ist für die Kreisläufer unangenehm, weil die suchen immer den Körperkontakt und er lässt es gar nicht zu. Er versucht einfach immer den Raum so ein bisschen dicht zu machen und dadurch kommt er immer in viele gute Situationen rein. Ja, das ist wirklich stark.
Und der Mann aus Gummersbach spielt seine erste Erstligasaison. Das gehört zur kompletten Geschichte des Julian Köster dazu. Ja, erste Saison und spielt wie die fünfte oder zehnte. Also ist ja Wahnsinn. Das war allzu optimistisch und das ist auch dieses Risiko, das sich Juri Knorr nimmt in diesen Situationen zum falschen Zeitpunkt. Was heißt zur falschen Zeit? Er spielt genau so und das macht er schon das ganze Spiel. Und insofern muss man das auch mal akzeptieren. Ja. Es ist vielleicht jetzt vom Spielstand her nicht gerade der Spielstand und dann halt 2 Minuten vor Schluss. Darauf will ich hinaus. Hat ja im Prinzip alle Möglichkeiten durch seine zwei unglaublich schnellen Schritte, die da jeden Abwehrspieler der Welt in Bedrängnis bringen. So, wieder diese Drehbewegung. Aber auch die isländische Abwehr jetzt mit Widarsson und Gíslason, das sind beide spielen aus einem Innenblock in der Bundesliga. Das ist wesentlich stabiler als jetzt die Anfangs 6-0 der Isländer. Mhm. Das war Jónsson, ne, dabei. Jetzt mit Widarsson deutlich stabiler und ja, leider der nächste Fehlpass von Juri Knorr zur Unzeit. Jetzt haben sie Erfahrung natürlich und große Qualität auf dem Feld. Spielen erstmal ein bisschen die Uhr runter. Aber natürlich wird die deutsche Mannschaft noch mindestens einen Angriff kriegen. Hoffentlich nicht mit einem 2-Tore-Rückstand. Doch, da ist er. Aaron Palmason freigesperrt. Und den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Zieht Köster zurück. Müssen schnelle Tore fallen jetzt. Ja, Beschwerde von Gustafsson abgestanden, sagt er bei Weber. Der ehemalige Magdeburger. Und ja, hat er recht. Und weiter, immer weiter. Raus aus die Mitte. Dann wäre es im Zweifel 7 Meter gewesen. Aber lassen Sie laufen. Letzten 30 Sekunden. Deutschland in der offensiven Deckung. Auszeit Gudmund bringen werden. Palmason im Zweikampf mit Köster. Die Uhr läuft nicht mehr runter, ist angehalten, hier in der Halle bei 59:42. Ich denke, diese Zeit hat ihre Richtigkeit. Noch ist das Spiel nicht zu Ende. Noch 18. Und Deutschland jetzt mit den meisten Spielern an den Kreis gezwungen. So, der Arm ist da. Ja, und dieses ewige Tippen, Gíslason moniert. Man könnte dann auch mal direkt Zeitspiel pfeifen. Freier Wurf. Oh, da ist er dran. Aber die Uhr runtergelaufen. Was für eine Parade noch von Andreas Wolf, der stinkesauer ist.